Hallo ihr Lieben, seht ihr die ganzen Punkte? Heute geht es darum, wie man aus ganz vielen von diesen Punkten ein schönes Bild zusammensetzen kann. Das Ganze nennt sich Pointillismus. Und dafür treffe ich mich heute hier im Bayer-Frichertz-Museum mit Michael Weiß. Er ist selber Maler und erklärt uns mal ganz genau, was es so mit dem Pointillismus auf sich hat. Aber wenn man so ganz genau hinschaut, dann flackern und pulsieren die Farben richtig. Ja, das ist eben das Besondere an diesem Capodinoli-Bild von Signac, dass diese vielen kleinen Punkte, diese vielen kleinen Pinselstriche diesen Effekt erzeugen. Mhm. Und das Spannende ist, dass je weiter wir uns von dem Bild entfernen, das Bild sich erst richtig zusammensetzt. Das heißt, wenn wir ganz nah sind, haben wir nur diese vielen, vielen Punkte. Mhm. Wenn wir ein bisschen weiter weggehen, dann können sich schon viele Formen erahnen lassen. Mhm. Und wenn wir ganz weit weggehen, dann haben wir plötzlich diese schöne Tiefe, die durch diese verschiedenen Farben erzeugt wird. Wow. Und dann wirst du sehen, dass die Farben sich tatsächlich im Auge mischen und nicht auf der Palette. Ich sehe hier im Schatten auch, dass ganz kräftige Farben wie Orange und Lila direkt aneinander liegen. Genau, das ist nämlich auch ganz neu im 19. Jahrhundert, gab es ganz viele neue Farben. Und interessant ist auch, dass Signac halt diese Farben nutzt, um zum Beispiel auch das Licht darzustellen. Das heißt, er nutzt dieses Gelb, dieses Orange, auch in den Schatten, wo halt manchmal so ein bisschen noch das Licht flackert. Ne? Kennt man so schön vom Wald irgendwie. Ja. Aber ist es dann nicht total viel Arbeit, sowas selber zu machen? Ja, das ist tatsächlich etwas mehr Arbeit als das normale Bild. Und schaffe ich das dann auch? Ja. Okay. Das kriegen wir hin. Da freue ich mich. Als Motiv haben wir uns die Aussicht auf das Kölner Rathaus und den Kölner Dom ausgesucht. Und Michael hat uns schon alles mitgebracht, was wir zum Malen brauchen. Wir haben uns ja eben dieses schöne Ölgemälde angeschaut und wir wollen heute allerdings mit Aquarell arbeiten. Mhm. Das heißt, ich habe hier verschiedene Aquarellkästen, wir können aber genauso auch diese Schulmalfarben benutzen. Dazu brauchen wir noch natürlich Aquarellpapier. Mhm. Das heißt, es sollte schon Aquarellpapier sein, da dieses etwas härter ist und dann eben auch mehr Widerstand hat für das Wasser. Dann habe ich uns noch Bleistifte mitgebracht, damit wir etwas vorzeichnen können, mhm, und natürlich Pinsel. Da ist es sinnvoll, dass wir einen nutzen, der ein bisschen härter ist, weil wir dann viel besser die Punkte machen können. Super. Wenn man aber jetzt keinen Pinsel zu Hause hat, kann man auch sehr gut so ein Wattestäbchen benutzen. Ah super, dann probiere ich das heute mal aus. Wunderbar. Dann brauchen wir nur noch etwas Wasser, mhm, eine Palette und Küchenrollen. Und was mache ich jetzt als erstes? Ich würde jetzt als erstes mit einer Bleistiftzeichnung anfangen. Das heißt, wir versuchen uns jetzt vorzustellen, welchen Ausschnitt wir wählen wollen. Und dann zeichnen wir den erstmal vor, aber mhm, ganz zart, weil wenn wir zu hart aufdrücken oder zu dunkel werden, dann sehen wir das nachher auf dem Aquarell und das wollen wir nicht. Okay. Und wirklich nur die wichtigsten Linien, keine Details. Mhm. Und wenn ich jetzt anfange zu malen, gibt es irgendwas, worauf ich besonders achten muss bei den Farben? Ja, also wir versuchen, so wenig Farben wie möglich zu verwenden, damit, mhm, die Farben sehr leuchtend bleiben. Das, okay, heißt, im Grunde brauchst du eigentlich nur drei Farben. Da würde ich zum Beispiel Gelb, Rot und Blau nehmen. Mhm. Und wenn wir die jeweils mischen, bekommen wir Orange, Violett und Grün. Okay. Untereinander würde ich die dann auch nicht weiter mischen, weil sonst kriegen wir Brauntöne, die wollen wir nicht. Und ist es dann auch okay, wenn ich den Dom beispielsweise rot malen würde? Ja, total. Wir müssen uns gar nicht wirklich an die realen Bedingungen halten, sondern du kannst da sehr erfinderisch sein. Mhm. Und ich würde nur generell sagen, Gelb und Rot, da wo das Licht ist, und vielleicht das Violett und Blau, wo der Schatten ist. Okay. Du hast dich jetzt für den Q-Tip entschieden. Mhm. Ich habe mich für einen etwas quadratischen Pinsel entschieden, mit dem ich viele kleine rechteckige Pinselstriche machen kann. Und das gibt noch mal ein ganz anderes Bild. Hübsch sieht es aus.
Boah, es dauert aber schon ganz schön lange. Ja, das tut es leider ein bisschen wirklich. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, kann man auch ein bisschen schneller tupfen. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus. Hast schon Rhythmus. Ja. Und was kann ich eigentlich machen, wenn ich mich vermalt habe? Ja, du kannst ein bisschen von dem Küchenpapier nehmen. Mhm. Ja, und dann ganz bisschen Wasser auf diese Flecken setzen, die du nicht haben möchtest. Mhm. Und dann mit dem Küchenpapier das drauflegen. Mhm. Und dann einfach ein bisschen drücken. Nicht reiben, nur drücken. Mhm. Und dann wieder abziehen. Und dann sollte ein bisschen davon wegkommen. Ah, okay. Das funktioniert. Super. Ich glaube, ich bin jetzt fertig. Ich glaube, ich auch. Lass mal schauen. Wow, sie sind richtig toll geworden. Das finde ich auch. Man sieht noch mal richtig schön den Unterschied zwischen diesen kleinen runden Punkten und diesen eckigen Pinselstrichen. Ja, sie gefallen mir richtig gut. Vielen Dank, dass du mir gezeigt hast, wie das funktioniert, Michael. Gerne, hat mich gefreut. Ja, mich auch. Und ihr habt ja gesehen, sogar mit Q-Tips kann man aus vielen Punkten ein wunderschönes Bild zaubern. Probiert es mal zu Hause aus. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei.